Lieber kurz und konsequent als lange hin und her. So stellt sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Corona-Politik nach den Osterfeiertagen vor. In der Bild am Sonntag wirbt der CSU-Chef für einen erneuten harten Lockdown. Das sei besser als ein endloses Corona-Konzept. Der Vorstoß war offenbar nicht mit dem Vorsitzenden der anderen Unionspartei abgestimmt. Armin Laschet stellt die Bürger nämlich auf weitere harte Wochen und Monate ein. Was das unter anderem für Berlin bedeutet, hat Max Seib zusammengestellt. In der Hauptstadt schalten sie am Abend nun auf Rot. Seit dem Wochenende dürfen die Menschen in Berlin sich nach 21 Uhr draußen nur noch mit einer anderen Person treffen. Nach Ostern nicht einmal das mehr. Diese neuen Regeln für die traditionell freiheitsliebenden Berliner ein schwerer Einschnitt. Ich finde, wenn einem gesagt wird, wann man die Haustür verlassen darf und wann nicht, das finde ich ein bisschen schwierig. Man fühlt sich dann auch so ein bisschen einsam, weil man oft alleine zu Hause sitzt. Aber ich werde mich dran halten, wenn es halt so eine Regel ist. Ich will auch, dass es vorbeigeht. Ein bisschen enttäuscht von der Politik bin ich schon, dass da nicht viel eher was passiert ist. Der Druck, zügig zu handeln, wird auch von politischer Seite gesehen. So spricht sich Bayerns Ministerpräsident Söder für einen harten Lockdown aus. Lieber kurz und konsequent als lange hin und her. Angesichts rasant steigender Zahlen auch auf den Intensivstationen fordert auch SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ein deutlich mehr als bisher. Wir müssen unbedingt jetzt etwas Größeres machen, einen relativ harten Lockdown, schnelle Einführung, auch mit Ausgangsbeschränkungen am Abend und mit einer Testpflicht in den Betrieben. Auch das Homeoffice muss wieder Pflicht sein. Gut wäre, wenn das unmittelbar nach Ostern beschlossen würde und auch sofort in Kraft treten könnte. Eine entsprechende Bund-Länder-Einigkeit ist aber fraglich. Mittlerweile liegen zwar 12 von 16 Bundesländern über einer Inzidenz von 100, die dann eigentlich vorgesehene Notbremse wird aber nicht überall vollzogen. Deswegen denkt Kanzlerin Merkel laut Medienberichten darüber nach, von Bundesseite aus einzugreifen. Unterstützung kommt da von Innenminister Seehofer. Es gebe in der Bevölkerung eine große Sehnsucht nach einheitlichen Regeln und ein entsprechendes Bundesgesetz könnte in kürzester Zeit beschlossen werden, sagte Seehofer der Welt am Sonntag. NRW-Ministerpräsident Laschet hingegen setzt weiter auf ein föderales Miteinander. Bund, Länder und Kommunen, wir müssen es zusammen schaffen. Das Management muss besser werden, unsere Entscheidungswege klarer. Und dazu brauchen wir einen neuen Anlauf. Und der könnte schneller genommen werden als geplant. Denn dass Kanzlerin Merkel bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen am 12. April wartet, wird angesichts konstant hoher Zahlen immer unwahrscheinlicher.